Das kann man jetzt wirklich knicken. Das Überleben ist immer gut. Ich habe gesagt, aber ihr wolltet ja nicht hören. Och, solche Kommentare kann man jetzt ganz gut gebrauchen. Ich weiß ja nicht mal, wo der ist. Also ich bin hier, kann der mich sehen? Wenn ich jetzt aufstehe, kann der mich sehen? Ja, ja. Nee, sonst hätte er nicht geschossen. Halt, ich sehe ihn hier hinten am Fenster. Der ist genau auf der Anhöhe. Der kann richtig gut bei euch da reingucken. Der guckt jetzt gleich hier hinten durchs Fenster und wir sind im Arsch. Warum bin ich auch nicht woanders hier? Nein, ich bleib da in der Hecke drin stehen und bleib du mal schön Deckung am sehen. Fenster da stehen, dann kannst du einen überbraten. Ich würde mich ja gerne so ein bisschen neben Eingang, dass wenn der reinkommt, ich nur mit dem Beil nieder und metzeln kann. Ah, ich sehe ne. Uah, scheiße, tot. Er hockt genau vorm Haus. Jetzt hat ein Zombie-Problem. Ja, ich lebe auch noch. Jetzt kommt er rein. Ja, jetzt bin ich tot. Scheiße. Ja, klar. Zu viel zum Thema. Ja, was sollen wir machen, ey? Zu viel, tja, PvP. Arschloch. Ich hab schon immer gesagt, das ist der größte Schrott. Der Balken ist Schuss. Sowas macht das Spiel kaputt. Das sind drei. Ich fand's gerade mal so ein bisschen spannend, ehrlich gesagt. Ach, gegen die hätten wir doch eh keine Chance gehabt. Guck dir mal die Typen an. Drei Leute. Boah, was ist denn jetzt hier los? Das packt hier voll mit dem Spielraum. Ach, jetzt sehe ich's schon. Ja, die haben uns jetzt richtig schön. Was sollen wir machen? Wir haben alle nur Hau drauf Waffen gehabt. So, wir sehen uns gleich wieder. So, meine lieben Freunde, wieder zurück. Ja, wer auch gern mit dem Messer zu einer Schießerei geht, der bitte ein Like für dieses Video. Würde ich mal so sagen. Denn so ging es uns jetzt gerade. Drei Schlagwaffen. Wo vorne müsste Camps Winter sein. Okay, dann würde ich sagen, aber wo bist du? Wo bist du? So. Nee, ich meine, wo ist Tobi? Ich bin bei Fail oder Fall Sci- Fail Stay oder so. Hä? Rechts über Kessel Pine da, rechts, ganz rechts außen. Ach hier, bei Rocky Ford oder was? Ich hab's wieder vergessen, was du gesagt hast. Bei Rocky Ford weiter rechts, da wo Delta Peak Range Ranger Station ist. Na dann trefft ihr euch, oder dann geht doch du zu Goblins, Alter. Oder trefft euch da in der Mitte. Hab ich aber Glück gehabt, hier sind mitten im Wald 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zombies. Und mach ein Blatt. Dann macht ihr doch, trefft ihr euch später doch und dann treff ich jetzt Odin und dann treffen wir uns irgendwo in... was weiß ich. Kann man ja dann noch besprechen. Trefft ihr euch erstmal und wir treffen uns und dann. Ja, Tobi, wo treffen wir uns? Wo bist du nochmal? Oben rechts das beim Ding? Nee, nee, rechts in dem Safe Point. Also über dir, kurz über dir. Der Safe Point. Also keine ich Ahnung. Bin links neben Camp Splinter, wo die Straße einen Knick macht. Links neben Camp Splinter. Der Zombies. Links neben Camp Splinter, es kommt drauf an, auf welche Seite man. Weil links neben Camp Splinter ist bei mir der See. Bei dem Knick in der Straße direkt, ist er. Bei dem Knick in der Straße. Beim Knick in der Straße. Der ist auf der rechten Seite von. Ach so, auf der Karte. Oh, ich guck immer nicht in die Karte. Der ist auf der rechten Seite vom See, wo der Knick ist, oder? Ja, genau. Oder auf der linken Seite, wo der Knick ist. Direkt bei Camp Splinter. Der also selbe, wo Camp Splinter ist. Also links vom See, wo der Knick ist. Ja. Also die Route 6 praktisch immer geradeaus um die Route 70. Jo. Oh, hier Zombies. Überall. Im Wald. Kannst du Camp Splinter sehen? Nee, ich bin gerade im Baum.
bin jetzt, mein Pfeil zeigt auf das M. Meine Spitze vom Pfeil ist genau im M. Bobby, wir können uns doch in Rocky Ford treffen. Können wir auch machen. Und Fuß mal stehen. Das Boah, Point, die Pickaxe ist doch scheiße, Alter. Das ist der Hammer. Unten steht. Ich bleib bei meinem Hammer. Wenn ich immer mal genug Munition hätte zu dem ganzen Schrott von den Waffen. Würde ich auch eine Waffe nehmen, aber so ist ja Schwachsinn. Läufst du einmal durch Zombie-Gebiet, sind die Munition alle. Irgendein von euch Zombies und kommt. Ich bin in Camp Splinter. Sind das deine Zombies, die ich höre, oder was? Ich weiß nicht. Wo ist einer? Zombie im Wald. Wie sollst du meine Zombies hören? Was ist denn das für eine Logik? Ja, so eine schöne Pistole. Ja, ein Problem mit Zombies. Du, ich hatte die. Ich hatte hier fuchtelange mehr Taschenlampe rum. Ich hab doch gesagt, ich hab ihn einmal im Kopf getroffen und fünfmal in den Körper. Und er hat immer noch gelebt. Ich hatte eine Weste. Also die ich gesehen habe, hat eine Weste an. Eigentlich hätte der schon vom Schuss in den Kopf sterben müssen. Na kommt schon, wenn er mich erwischt hat, dann kommt. Ich bin jetzt wieder hinten bei den Zelten in Camp Splinter. Was? Und Rottlade mit der Taschenlampe. Wir wollten erst an den Überbraten, aber ich denke, komm. Er kriegt ja Taschenlampe. Ich seh den Eingang von Camp Splinter. Welchen? Den von der Straße aus. Ich laufe jetzt gerade auf den Turm hoch, falls du mich siehst. Also, ob ich das überlebe, ist jetzt so eine Frage hier bei mir. Ich glaube, ich werde am Hungertod sterben. Jetzt schon? Wenn du aus dem Splinter rauskommst, Onkel, geh nicht durch das Loch in der Mauer, geh durch den Haupteingang. Weil hinten da sind viele und im Wald sind die auch gerade viele. Liegen und stehen. Passiert, Onkel? Ja, ich bin gerade konzentriert, sorry. Nee, wenn da 6 Zombies dicht an dicht sind, das interessiert mich schon, weil. Ja, ist klar. Der traut sich was. Nach hier, Campus City. Der traut sich was. Der nicht machen, aber gut. Er hat Eier, ne? Also mit der Taschenlampe da. Oder ein Cheater. Also ja, oder Hacker, der mit einem Schlag ihn tötet. Nee. Der hat ja auf die Zombies mit der Taschenlampe auf ihn geprügelt, wie bescheuert. Ach, mal, bis da mal ein Zombie tot war. Oh, Fotze. Ups. Piep. Ich bin so schrank. Scheiße. Kam zu spät. Wie lange bist du denn da noch drin, Onkel? Ich lauf gerade auf den Turm und dann lauf ich vorne. Jetzt lauf ich dann zum Ausgang raus. Boah. Zum Eingang raus, so. So, jetzt mach ich vor zum Eingang. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ne? Ja. Scheiße, schwer. Wenn du denn die Straße weiterläufst, siehst du ein Zombie, der da so auf dem Sand steht. Soll ich was sagen, was ich da, wie viel ich Zombies da oben sehe, wenn ich aus dem Ausgang raus, ist Wahnsinn. Liebe Leute, also irgendjemand ist da abgehauen da drin. Weil da oben stehen Haufen Zombies. Ey, pass auf, wo du hinläufst, Odin.
Ich bin an der Straße. Weil das ist wirklich krass viel. Wo bist denn du an der Straße? Der Krüppelkiefer. Der erste Baum, der direkt an der Straße ist. Der Krüppelkiefer. Ja, da bin ich. Da steht auch vor mir ein Zombie. Ah, tot. Ne, der ist ja noch ein Stück weit weg von mir. Aber ich sehe Onkel nicht im Camp Sprinter. Also, dass er da rauskommt aus dem Haupteingang. Na, ich muss ja mich ja auch erstmal ein bisschen durcharbeiten. Komm, komm, komm. Der schickt mich ja echt durch den Haupteingang. Der ist doch verrückt. Nein! Oh. Wir haben bald nicht so viele Onkel. Wirklich dicht an dich, also. Musst du mal im Vorderausgang hinten in den Wald reingucken, dann siehst du mal, was dicht an dicht ist. Ja, im Vordereingang. Ja, dann guck mal hinter zum Felsen. Ja, ich sehe jetzt gerade nur den Felsen vor mir. Na komm mal Richtung Eingang. Ich bin ja dabei. Mit der Krüppeleiche. Krüppeleiche? Oha, du arme Sau. Ich hab einen Zombie jetzt erledigt. Ich seh dich stehen da, Onkel. Ich steh nicht. Kommst du jetzt da raus? Ja, Zombie stehen halt. Drecksvieh, doofes Vieh. Hast du zufälligerweise Energie mit? Energie? Irgendwas? Ich hab nur Essen und Trinken mit dem extra. Gar nichts mehr. Zweimal Oldmeal und zweimal drei. Ich bin jetzt am Vordereingang, wo bist denn du? Warte, ich komm mal hoch, da. Was, wo? Hier. Hä? An der Straße. Ja. Ja, komm mal her. Komm mal zu mir. Hey, ich will nicht. Doch, komm mal her, ich will dir was zeigen. Was zeigen? Bin doch da. Ja, komm mal her. Du siehst du von dort aus nicht. Jetzt guck mal in meine Richtung, hier oben an den Felsen. Ja, so sind sie im Wald auch. Wo du rauskommst sonst immer. Okay, so sind sie im Wald auch. Bloß echt? Ja, aber zusätzlich nicht nur die. Da liegen auch noch welche, versteckt im Wald. Okay, da würde ich jetzt sagen, wo machen wir denn jetzt? Wo treffen wir uns denn jetzt? Die treffen sich jetzt. Wo trefft ihr euch? Hier Dingsbums, hier. Rocky Dingsbums. Rocky Ford. Ford. Boah, da unten? Ja, da wo wir am besten zusammen schnell hinkommen. Wo wir uns am besten treffen können zusammen. Odin, gesagt, machen wir auch zu Rocky kommen. Ford und treffen uns dort? Wo ist denn Rocky Ford jetzt schon wieder? Unten. Achso, da unten. Oder wir treffen uns bei Whitestone Mountain. Genau, wir laufen jetzt Richtung Whitestone, ihr lauft hoch Richtung Whitestone. Das ist genau. Nämlich schön zentral. Wenn ich es bis dahin überlebe. Machst du schön. Ich hab Öl trinken und Öl fressen. Aber wieso bist denn du schon wieder hungrig? Bist du am Sprinten oder was? Nein, immer. Ich hab doch einen Charakter genommen, der Dings so. Ist. Der hat noch gelebt. Wusste ich aber nicht, dass der keine Energie mehr hat. Lauf da nicht so im Wald. Lauf mal lieber hier an der Straße momentan. Ich will aber nicht auf der Straße laufen. Auf der Straße ist ja noch gefährlicher. Also, ne? Ja, aber hier vorne... Ja, ich verstehe ja schon gerade Odin, glaube ich. Ich hab Musik. Hast du auch Musik? Oh, der läuft genau in mir, der Odin. Nee, ich hatte gerade Musik. Ich hab immer noch.